Regionalmarketing Oberpfalz. Das Netzwerk für die Wirtschaft in der Region. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wirtschaftsleben in der Oberpfalz. Wir sind dieses Mal zu Gast in Weiden, dem Oberzentrum der nördlichen Oberpfalz. Nichts wird in Deutschland wohl zurzeit mehr diskutiert als das Problem mit der Energie. Auf der einen Seite der Atomausstieg, auf der anderen Seite die regenerativen Energien. Die Energiewende soll den Menschen die Angst vor der Atomkraft nehmen. Die Stadtwerke Weiden wollen hier Motor der Energiewende sein. Die Stadtwerke Weiden haben insgesamt 120 Mitarbeiter, sind also ein wichtiger regionaler Arbeitgeber mit vielen Aufgabenfeldern. Neben dem Freizeitzentrum gibt es noch die Felder Wasser und Gas und bald schon ein weiteres. Die Stadtwerke werden ab 1.10.2011 aktiv den Stromvertrieb einsteigen. Wir sind derzeit in der Kundenwerbungsphase. Der Kunde hat also künftig alles aus einer Hand. Wie gesagt, ab Oktober ist es soweit. Dieses ständige Zweifeln, ob wir jetzt den richtigen Strompreis haben, wollen wir doch dem bequemen Bürger, auch ich bin da sehr, sehr bequem, abnehmen. Wir werden einen Verbund beitreten, wo ich, sag mal, 40 Stadtwerke in Deutschland gemeinsam Strom einkaufen. Seit Fukushima wird über die sogenannte Energiewende kräftig diskutiert. Diese sei schon vor Jahren in Angriff genommen worden, wie zahlreiche Beispiele beweisen. Beim Freizeitzentrum ist es zum Beispiel die Solarthermie und weiteres ist geplant. Wir werden auch künftig in Windkraftanlagen investieren wollen. Wir sind derzeit dabei zu prüfen, ob im Rahmen einer regionalen Planung die Wertschöpfung hier vor Ort bleiben kann. Die Stadtwerke Weiden auf dem Weg in die regenerative Zukunft, auch mit weiteren Investitionen. Die Stadtwerke Weiden investieren 8 bis 10 Millionen Euro im Jahr. Das ist Sache, die in der lokalen Wirtschaft mehr oder weniger zugutekommt. Wir müssen Leitungen verlegen, neu verlegen, Hausanschlüsse erneuern im Gas-, Wasser- und Abwasserbereich. Die Umbruchphase bei den Weidner Stadtwerken in puncto regenerative Energien hat begonnen. Künftig auch mit mehr Gewicht in der regionalen Wertschöpfung. Wir haben es gerade gehört. Künftig soll es 100% erneuerbare Energien im Stromnetz der Stadt Weiden geben. Bei mir ist jetzt der Oberbürgermeister der Stadt Weiden, Kurt Segewiss. Herr Segewiss, umsteigen auf erneuerbare Energien, das mag ja für die Umwelt sehr von Vorteil sein, aber ist es auch wirtschaftlich? Bedeutet das für die Stadt einen Abstieg oder erwarten Sie sich da im Gegenteil sogar einen Aufschwung? Also in dem Umstellen auf erneuerbare Energien liegt ein riesiges Potenzial. Hängt damit zusammen, dass alle Investitionen hier in der Stadt bleiben, in der Region bleiben. Investoren wie die Stadtwerke, wie die Beon, wie die erneuerbaren Energien NEW West, sind die besten Beispiele dafür, wo man es auch beweisen kann, dass die Investitionen von örtlichen Trägern hier in der Region bleiben. Jetzt ein Thema, das in jüngster Zeit, glaube ich, auch ganz interessant für Sie war, ist das Thema Elektromobilität. Was hat es denn damit auf sich? Gut, die Elektromobilität ist ein Modul, was in den nächsten Jahren ganz, ganz große Schubkraft entwickeln wird. Die deutsche Automobilindustrie hat sich selbst verpflichtet, wird 2013 kommen mit Elektroautos. Und da müssen die Städte, da müssen die umliegenden Gemeinden darauf vorbereitet sein. Die Bürgerinnen und Bürger werden es nutzen und wir brauchen dann eine Infrastruktur. Also Sie schauen da durchaus positiv jetzt in die Zukunft. Wie sieht es denn mit den bestehenden Betrieben aus, wenn wir vielleicht mal die aktuelle Situation der Betriebe hier und der Unternehmen in Weiden beleuchten? Gut, wir haben dieses Krisenjahr 2009 gehabt. Wir wissen, dass die Betriebe 2009, 2010 sich zurückgehalten haben bei Investitionen. Jetzt sehen wir, wie sie es auch versprochen haben übrigens, dass sie jetzt investieren, erweitern, Betriebe vergrößern, neue Produktpaletten erfinden. Also da sind unsere Unternehmer ganz, ganz findig. Und es zeigt sich auch darin, dass die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse, und das freut den Oberbürgermeister besonders, jetzt in Richtung 25.000 sich bewegen. Also insgesamt
optimistische Prognosen, also was Weiden betrifft? Ich bin da sehr optimistisch und ich bin eigentlich immer ein optimistischer Mensch, aber die Rahmendaten, die zeigen es. Optimistisch dank erfolgreicher Unternehmen und dem Einstieg in die Energiewende. Ein gutes Beispiel für eine Verbindung von Umwelt und der Prosperität eines Unternehmens gibt es im naheliegenden Landkreis Tirschenreuth. Die Firma Kontrauer Mineralbrunnen GmbH profitiert gerade von ihrem Naturprodukt und einer ausgeglichenen Ökobilanz. Mein Kollege Thomas Bertlein stellt Ihnen das Familienunternehmen vor. Von der Ferne betrachtet fällt das Getränkeunternehmen Kontrauer in Waldsassen fast nicht auf. Es liegt im dortigen Quellschutzgebiet. Auf nationaler Ebene ist Kontrauer deutlich auffälliger. Hagelte es in der Vergangenheit schon zahlreiche Preise wegen der guten Qualität des Mineralwassers. Unsere Quellen sind allgemein sehr tief, bis auf 300 Meter, was natürlich dann einen bestmöglichen Schutz bietet gegen Einflüsse von oben. Andererseits haben wir hier ein sehr, sehr großes Heilquellenschutzgebiet, also 200 Hektar groß, wo wir sozusagen sicherstellen, dass über die Landwirtschaft bzw. über die Bodenbearbeitung auch keinerlei Umwelteinflüsse bzw. Umweltgifte an unser Mineralwasser kommen. 5 Quellen gibt es im Quellschutzgebiet, wo das Mineralwasser gewonnen wird. Das Wasser, das hier nach oben gepumpt wird, ist teilweise schon 700 Jahre alt, wie die Uni Bayreuth bestätigte. Bei den Quellen geht es teilweise auf fast 300 Meter runter. Für Geschäftsführer Markus Humper zählt nicht nur die Qualität, um sich auf dem hart umkämpften Markt zu behaupten. Kontrauer ist als Familienunternehmen in der Region nach einer besonderen Herausforderung gestellt. Wir haben viele Großunternehmen mit viel, viel mehr Möglichkeiten. Und darum müssen wir eigentlich versuchen, dass wir wirklich näher am Kunden sind, dass wir versuchen, auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen und darauf auch unser Sortiment auszurichten. Und da machen wir halt nicht jeden Trend mit. Also in Kontrauer gibt es kein billigstes Einweg. Wir liefern wirklich nur Qualitätsprodukte. Seit Anfang des Jahres gibt es sogar etwas völlig Innovatives. Neben den herkömmlichen Flaschen wird jetzt auch in Leichtglasflaschen abgefüllt. Die Flaschen haben den Vorteil, dass sie gegenüber herkömmlichen Brunnenflaschen nur die Hälfte wiegen. Das heißt, die gefüllte Flasche wiegt dann ca. 20% weniger als eine gefüllte Brunnenflasche. Das macht sich natürlich auch logistisch bemerkbar. Das heißt, dass ich weniger Gewicht zu transportieren habe und deswegen die Ökobilanz auch deutlich besser ist. Schon jetzt scheint es sicher zu sein, dass sich die Erfolgsgeschichte von Kontrauer fortsetzen wird. Kontrauer hat sich im Übrigen für den Deutschen Umweltpreis beworben. Und noch in diesem Monat werden 3 Mineralwasser wegen ihrer sehr guten Qualität ausgezeichnet. Um Qualität geht es auch bei einem anderen Thema hier im Grenzgebiet, um die Qualität der Arbeit. Facharbeiter sind knapp, da kommt die neue Arbeitnehmerfreizügigkeit für Osteuropa gerade recht. Und dabei hatte man sich doch so dafür gefürchtet, dass tschechische Arbeitskräfte den heimischen Markt überfluten. Doch die einst gefürchteten und jetzt heiß ersehnten Fachkräfte bleiben bislang aus. Da ist allmählich so manchem Unternehmer die Einsicht aufgegangen, dass die Arbeitnehmerfreizügigkeit jetzt mehr Chancen als Risiken mit sich bringt. Bei der Arbeitsagentur in Weiden kam das Thema jetzt öffentlich auf den Tisch, nachdem zum 1. Mai die Arbeitseinschränkungen über die Grenze zu den östlichen EU-Nachbarn aufgehoben worden sind. Mit der Sperrfrist sollte ja ein Verdrängungswettbewerb über Billiglöhne vermieden werden. Inzwischen wären viele Betriebe froh, Fachkräfte zu bekommen, egal woher. Die Zeiten auf dem Arbeitsmarkt haben sich gehörig geändert. Die demografische Entwicklung, aber auch Defizite in der Ausbildung in den vergangenen Jahren haben dazu geführt, dass wir einen dringenden Fachkräftebedarf zwischenzeitlich haben und hoffen natürlich auch, dass die Grenzöffnung und der Wegfall der Zugangsbegrenzungen wenigstens im einen oder anderen Falle hier eine Abhilfe schafft. Das Handwerk hatte seinerzeit intensive Lobbyarbeit betrieben, um sich unliebsame Billigkonkurrenz aus dem Osten vom Leib zu halten. Jetzt mangelt es auch dort an qualifiziertem Personal und man besinnt sich wieder auf die Nachwuchspflege auf heimischem Boden. Darum müssen wir in eigenem Land jetzt dementsprechend die Facharbeiter mobilisieren oder zumindest rechtzeitig in den Schulen gehen und den Schüler einfach schon rechtzeitig wieder aufs Berufsleben vorzubereiten und vor allem auch speziell fürs Handwerk. Wie gesagt, weil wir von tschechischer Seite keine Facharbeiter bekommen. Andererseits haben die Industrie- und Handelskammern schon vor Jahren mit der Beschränkung auf dem EU-internen Arbeitsmarkt ihre Befürchtungen gehabt.
dass eine Verlängerung dieser Sperrfristen dazu führt, dass die gut ausgebildeten Kräfte aus Polen, aus den anderen Beitrittsländern nicht in Deutschland landen, sondern ins europäische Ausland auswandern werden. Das haben sie getan. England zum Beispiel sehr stark, Irland sehr stark. Und diese Kräfte fehlen natürlich jetzt dem deutschen Arbeitsmarkt. So machen die Nachfragen bei den Arbeitsagenturen aus Industrie und Gewerbe jetzt schon eines deutlich. Die 7-jährige Einschränkung der Arbeitsfreiheit über die Grenze inmitten der EU hat sich als Bumerang erwiesen. Eine ganze Generation hochqualifizierter junger Leute aus dem Osten hat sich längst in anderen europäischen Ländern orientiert und ist somit für den deutschen Arbeitsmarkt erstmal verloren. Das war Wirtschaftsleben in der Oberpfalz aus Weiden in der Oberpfalz. Ich verabschiede mich von Ihnen. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Regionalmarketing Oberpfalz, das Netzwerk für die Wirtschaft in der Region.